Sommerloch? Es ist Sommerloch? Es ist Sommerloch? Es ist Sommer, aber es ist heute ist es vielleicht ein Regentag, wissen wir noch nicht, weil heute ist ja noch, wir sind heute erst noch gestern. Ja, und vielleicht sind wir gerade im Zoo und die Kakerlaken sind alleine zu Hause und die feiern jetzt eine Party. Um die Disco-Kugel herum. Und das wollen wir euch genauer zeigen. Ihr kennt das ja von den GGGs schon. Yay. Jetzt kommt ein Let's Play. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal bei den Sommerloch-Spezialvideos mit Georg und Benny. Diesmal ohne Benny, aber trotzdem mit Georg und noch anderen Leuten. Bist du dabei vielleicht? Noch bin ich da. Ach, du bist ja da. Da ist ja der Benny. Ja. Der sagt nichts und ich, so weiter. Ich sag heute nichts, habe ich gedacht, so ausnahmsweise. Heute spielen wir Partybugs. Partybugs. Partypop. Partybugs. Genau. Ja, wie war das? Fehler im Computerprogramm, nennt man gerne mal Bugs, aber ihr kennt ja vielleicht die Grafik, ne? It's not a bug, it's a feature. Und sobald ein Käferchen, so ein kleines possierliches Krabbeltierchen, einen Anzug trägt, so wie der Elvis hier vorne drauf, ist es definitiv ein Feature, würde ich sagen. Das ist ein definitiv ein Feature, aber mit dem Schlappen ist es auch dann hinterher wieder einfach nur ein Bug gewesen. In diesem Sinne, viel Spaß bei unserem Let's Play Party Bugs. Mission is possible, genau. Dann eine Karte in die Mitte. Party Bugs, eine Karte in die Mitte. Drei Stück auf die Hand. Und aufgelegt wird. Die niedrigste Karte bekommt. Noch bin ich's? Ja. Ja, krieg den Tiebreaker-Spiegel. Die Maus. Genau, und jetzt drei Karten nehmen. Ja, haben wir ja schon, genau. Aha, okay, gut. Dann eine Karte hinlegen, verdeckt in die zweite Reihe, bitte. In die zweite Reihe, alles aufdecken. Mhm. Aha, hey. Er hat den Elvis und du kriegst jetzt alle und du kriegst nicht. Und die zwei gehen schon direkt nach Hause. Genau, die beiden gehen schon nach Hause. Und jetzt geht's folgendermaßen. So geht's jetzt. Und? Elvis! Oh, yay! Diese beiden gehen direkt nach heimwärts. Hier, ne? Die 9 und die 6 sind meine. Jetzt kommt ein schöner Elvis dazu. Halt, ich muss noch eine ziehen. Aha! Aha! Ja. Und los geht's. Vier. Ich bin der Erste? Ja. Bin der Erste. 4, 1, 2, 3. Ich guck, welche Karte das ist. Nö, gibt's nicht. Dann nehme ich die 1. Dann geht der Harry Potter an den Herrn mit dem Schlapphut. Dann kriegt der jetzt die letzte Karte. Genau. Da lohnt sich jetzt wieder ein Elvis zu spielen. Ne? Halt, habe ich mein Dings. Da würde sich jetzt wieder. Zack, zack. Und Elvis, yay! Guck. Elvis und Zwölfis. Wow, da lohnt sich auch wieder ein Elvis hier. Wenn schon eine 12 hat. Jo, dann machen wir es mal so. Ah, nein. Und los geht's. Boah. Das war ja sowas von zu erwarten. Mann, da bist du dran. Du hast die Nummer 1. Also ich nehme eine Karte. Du nimmst zum Beispiel den Elvis, genau, am besten. Ne? Dann nulliert er sich. Ich habe die 2 und nehme mir den hier. Den Robin of the Woods. Ja. Ja. Yay! Du darfst als Erstes die eine nehmen. Ich? Ja. Ja. So, dann bin ich dran. Und ich mach die 2. So. Shit. Die wolltest du doch haben. Okay. Wow, okay.
angedreht. Und, yay. Da kommt der hier zu mir. Geht nach Hause. Alex? Ah, nee, halt, ich bin ja erst noch. Ach, ja, schön. Scheiße. Hervorragend, hä? Vor allem, mir hätte er die 10 auch was gebracht. Ja. Aber du glaubst doch nicht, dass ich dir den Gefallen tue. Ja, ja. Hier wird mit harten Bandagen gespielt. Das glaubt ihr aber. Okay. Halt! Halt, der Alex noch nicht. Nein. Jetzt. Okay, und offen. Yay, ja. Meine 3 sucht sich als erstes meine 1 aus. Die gehen nach Hause. Sophia? Yay, mich den anderen Harry Potter. Ich sammle Karten. Ja, das ist ein Sammelkartenspiel, ne? Wow! Und. Mist! Das ist ja richtig Mist. Nur eine Karte spielen, nicht zwei. Ich habe aus Versehen zu viel gezogen. Alles klar. Okay, und umgedreht. 1. Alex, du darfst als erstes. So viel? Jawohl. Letzte Karte, aber noch nicht letzte Runde. So, was brauchen wir denn da? Oho. Und? Ich habe gar nichts, was ich heimschicken kann. So mischt. Ja, aber ich. Ich habe eine Straße dafür. 1, 2, 3. Ah, ich kann auch mal endlich meine. Hm. Achso, wir haben ja gar nichts mehr. Ach, yes, das ist gut. Oh weia. Okay. So, 6, dann bin ich als erster dran. Jetzt muss ich gucken, was noch kommt, ne? Um es eventuell rausnehmen zu können. Ich nehme mal. Nehme ich mal den hier. Bin ich schon als nächstes dran, ist ja hervorragend. Dann kann ich ja den Kamerad hier heimschicken. Nee, du bist. Was? Ich bin. Bist du denn schon? Nee, du bist 10. Ja. Habt aber noch alle was davon, ne? Krass. Okay. Krass. Und jetzt, wir können direkt offen spielen. 2. Ich würde sagen, Monsieur, das geht an mich. Oh, Mann. Aufgeräumt. So. Jawohl. Ah, ich bringt beides was. Mir bringt beides was, jawohl. Taktisch gemacht. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt die letzte Runde. Das müssen wir in der Erklärung noch, natürlich noch nachliefern. Vom Spiegel aus der letzte Spieler. Ich sehe keinen Spiegel. Das ist der Spiegel, beziehungsweise das ist der Tiebreaker hier für die Schlafmütze. Alex genau, an. Alex fängt an rückwärts und darf sich aussuchen. Jeder darf sich noch eine Karte aussuchen. Ich könnte jetzt, ich habe wahrscheinlich eh verloren. Ja, bitte. Warum nicht? Warum hast du nicht mit Leben da? Weil ich Georg screwen will. Okay. Wir screwen uns jetzt alle gegenseitig. Ja, dann nehme ich natürlich die 6. Ja, ist ja klar. Alex hat alles kaputt gemacht. Jawohl. Bei mir sind es 16 Punkte. Bei mir sind es 14 Punkte. Und ich habe natürlich gegen den Benny gewonnen, muss ich mal an dieser Stelle kurz erwähnen. Auch 16? Ich habe 28. Ah, es hat nicht gereicht sogar. Ja. Was hättest du machen wollen? Dass wir alle 16 Punkte haben, oder? Dass du deinen Leckert nicht wegkriegst. Habe ich auch nicht. Ja. Hat er nicht, ja. Ich habe ja nicht weggekriegt. Nee, nee, natürlich. Aber macht ja nichts. Trotzdem ein schönes Spiel, wenn man gewinnt, ne? Tschüss! Unser Let's Play zu den Kakerlaken Partybugs von Abacus Spiele. Ciao, ciao!